Als letztes machen wir die hinter Rakorium, weil dann können wir vorher noch mit Rakorium reden. Hoffentlich passiert nichts. Verborgen. Endlich keine Untoten mehr. Und bitte, bitte auch keine anderen. Die Krabbe ist noch nicht respawned. Wir können uns mal... Oh ja, die Kräuter. Können mal zu ihr. Aufgepasst. Alle mal hergehört. Ja, bestimmte Kräuter haben wir schon wieder eine ganze Menge. Wir haben sogar Harpienfedern. Ach ja, Quellwasser kann noch zu ihr. Achso. Ich habe ja so noch sie ausgewählt, stimmt. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. Ich wollte ja was gucken, nämlich die Karte. Ich kann sie lesen. Wo die drei Schwerter in einer Reihe liegen. Wo sollen drei Schwerter in einer Reihe liegen? Das ist die gute Frage. Naja, außerhalb habe ich jetzt, glaube ich, außer Riesenkrabben nichts mehr zu befürchten, die zwar immer noch ein bisschen Autschi machen können. Wir sind angekommen. Ich habe damals mit Mühe und Not die Tür verriegeln können, bevor mich die wandelnden Skelette erreicht haben. Den Schlüssel habe ich hier. Wenn ihr bereit seid, öffne ich das Schloss. Ja, gehen wir der Ursache des Fluches auf den Grund. Gut, aber sei vorsichtig. Wer weiß, was uns selbst nach all den Jahren hinter der Türe erwarten wird. Erwähnen oder was haben wir denn da? Ein Geist? Der Hut, die Klinge, nein! Ulrico, er lebt noch? Unmöglich! Was für ein Zufall! Genau das Wort, was mir immer beim Gedanken an deine düstere Posse in den Sinn kam. Hat meine schillernde Perle nach all den Jahren doch noch zurückgefunden? Du erkennst mich? Was ist nur mit dir geschehen? Mal überlegen, wo fange ich am besten an? Ha, ich weiß. Wie gefällt dir die Stelle, an der ich mit Mühe und Not die Skelette bezwungen habe, nur um festzustellen, dass ich elendlich verhungern werde, da eine gewisse Person den Ausgang verriegelt hat? Aber ich dachte, du seist bereits tot gewesen. Ich geriet in Panik und versuchte nur, mein eigenes Leben zu retten. Dein Leben? Ich wusste gar nicht, dass du deines in einem Leinensack mit dir umherzerrst. Oder halt.
war darin gar unsere gemeinsame Beute, die wir ebenso fangen wollten wie die Gefahren, die uns auf dem Weg zu ihr in die Quelle kommen würden? Ja, hätte denn dein Tod umsonst sein sollen? Dafür war die Halskette aus dem Schatz verflucht. Ich habe also für mein Handeln gebüßt. Und überhaupt, du hättest genauso gehandelt. Eine interessante Frage, über die ich lange Zeit hatte nachzudenken. Vielleicht hätte ich genauso gehandelt, aber sei's drum. Vergangenes ist vergangen. Wo wir aber gerade so freimütig unsere Fehler bekennen, der Fluch, der auf dir liegt, wurde von meinen letzten Atemzügen in die Welt hinausgetragen. Wer hätte gedacht, dass er hier auf solch fruchtbaren Boden fallen würde? Und das Schönste daran ist, nur ich kann ihn auflösen. Ich lasse dir aber die Wahl. Entweder du leistest mir hier unten bis ans Ende deiner Tage Gesellschaft, oder aber du hältst dich an unsere Abmachung und gibst mir meinen Anteil an der Beute. Den Rest meines Lebens mit dir in diesem muffigen Loch verbringen oder dir deinen Anteil geben? Was für eine Wahl soll das sein? Wenn du hinter diesem Fluch steckst, weißt du doch ganz genau, dass ich nichts habe, womit ich dich je ausbezahlen könnte. Keine Wahl ist auch alles, was dir zustehen sollte. Eigentlich. Allerdings warst du so klug und bist nicht alleine gekommen. Also bleibt dir die Chance, dir von deiner unverfluchten Eskorte helfen zu lassen. Ihr da, ich, sterblicher Überrest von Alrico Favara, frage euch. Seid ihr in der Lage und auch willens, die Schuld der heimtückischen, doch liebreizenden Talia zu übernehmen? Ich erwarte kein großes Vermögen, denn Boron verzeih, viel war der Krempel hier nicht wert. Okay. Nur 27 Dukaten. Ich denke, das sollte für jemanden mit euch machbar sein. Mir wäre zwar schöner gewesen, doch war ich stets ein ehrlicher Schurke. Ich muss erst einmal darüber nachdenken. Bitte, ihr könnt mich doch nicht meinem Schicksal überlassen. Ich würde euch den Betrag so schnell wie möglich zurückerstatten. Ganz so einfach ist es für mich nicht. Dass ihr euren Mitstreiter so hintergangen habt, verleiht euch mehr als nur den Anschein der Zwielichtigkeit. Aber ich werde mich gedulden, bis ihr eure Entscheidung getroffen habt. Steht dir gar nicht so schlecht, dich mal nicht sang- und klanglos aus der Affäre ziehen zu können, meine Teuerste. Aber dies sei nur am Rand und ganz ohne Schadenfreude bemerkt. Nun zum Geschäft. Ihr denkt in aller Ruhe darüber nach, wie ihr euch entscheiden wollt, und Talia bleibt hier. Ich bin sicher, sie hat ihre Boltan-Karte dabei. Ja, der Boltan-Trick. In der Gruft traf ich auf einen im Stich gelassenen, skelettierten Mitstreiter Talias, Alrico Farfara. Das sprechende Skelett hat die Geschichte mit dem Fluch bestätigt. Der Zorn Alrico Farfaras erscheint mir nicht so verzerrend, als dass er den Weg in Borons Reich nicht finden konnte. Vielleicht hat die moorlauernde Magie aus dem Magienkrieg diesen Fluch und das Unleben des ehemaligen Steuers begünstigt. Er findet keine Ruhe, solange ihm seine Beute anteilig ausgezahlt wird. Talia ist als Pfand für die Beute zurückgeblieben, die Alrico Farfara damals entgangen ist. Eigentlich eine läppische Summe, die er verlangt. Nur sollte ich ihn auszahlen, habe ich die Sorge, das Geld nicht wiederzusehen. Okay. Bitte besorgt mir rasch das Gold. Ich halte es hier nicht mehr länger aus. Ja, also gut, ich werde gehen und das Gold besorgen. Glaube ich gar nicht, dass ich nicht merke, wo du hinschießt. Woher der Unmut? Ich habe lediglich deine schöne Halskette bewundert. Ich glaube dir kein Wort. Also bitte, wenn es dich glücklich macht, schaue ich eben woanders hin. Gott, sind die nett zueinander. Kann ich nicht einfach den Altar weihen und er ist weg? Nein, aber die Gruft wird heller, wenigstens etwas Schönes. Wer bräuchte eigentlich noch Schultern? Niemand mehr. Und Armschienen? Kann gerade keiner tragen. Lass das mal Vorgrim machen. So, damit war die erste Gruft. Die Gruft wurde erfolgreich gereinigt. Gut.
Ganz ehrlich, so viel brauchen wir dann auch nicht. Zwei Paare sollten reichen eigentlich. Ja. Und der Helm. Das heißt, den Rest können wir verkaufen. Nicht stören. Ich denke nach. Wovon haben es die beiden gerade? Es ist doch alles gesagt, oder bin ich da einem Irrtum erlegen? Ihr besorgt mir das Gold, worauf ich endlich Frieden finde. Obendrein verschwindet der verfluchte Spuk und Talia zieht unversehrt ihrer Wege. Alle profitieren, alle sind glücklich. Was sagt ihr? Ein ehrlicher Kampf oder nehmen wir es ein Duell? Könnt ihr mir noch einige Fragen beantworten, aber ich bitte euch, wozu soll dieses Geschwafel gut sein? Gold oder Talia? Mehr ist zu sagen. Vielleicht könnten wir... Nein, können wir nicht. Ihr verschwendet nur euren Atem mit eurer lästigen Schacherei. Und geht und tut das Gold und lasst mich mit Talia allein. Bevor ich gehe, will ich alles noch wissen. Bei Fake seid ihr geschwätzig. Was denn noch? Hier sind die geforderten 27 Dukaten. Eine runde, krumme Zahl. Oh, endlich! Mit dem Gold werde ich mir meine Zeit im Borrensreich versüßen. Leb wohl, oh liebste Talia! Endlich! Die Kette! Sie hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich danke euch vielmals. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Ich werde Specksteins Habe holen und euch im Gasthaus übergeben. Bitte trefft mich dort. Moment. Wenn auch sie verschwunden ist, wer garantiert mir, dass ihr euch nicht einfach wieder aus dem Staub macht? Eure Sorge ist unbegründet. Ich werde euch nicht hintergehen. Als Anzeige nehmt doch bitte die verbliebene Ausrüstung meines ehemaligen Kumpanen. Es ist nicht viel, aber Ricos ganzer Stolz war sein Rapier. Allein das schon ist ein Vermögen wert. Arikos Rapier an mich nehmen, wo es doch sein liebster Besitz war, würdet ihr das nicht für ungehörig halten? Was fällt euch ein, mich wie einen dreckigen Grabräuber abspeisen zu wollen? Ich verzichte und ihr solltet euch etwas schämen. Eigentlich ein schöner Gedanke. So wird Arikos Klinge in neue Abenteuer geführt. Außerdem bedeutet ein bestohlener Dieb auch ein Stück Gerechtigkeit. Nehmen wir mal das erste. Haha, Ungehöre. Ja, hat es ja selber stipitzt. Sein Stolz gebühte wohl eher dem Gelingen dieses Streichs, denn der Klinge selbst. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja ihren rechtmäßigen Besitzer. Wenn euch dann noch so viel daran liegt, könnt ihr sie ihm ja zurückgeben. Ich hole nun Specksteins Habe, wir sehen uns nachher im Wirtshaus. Okay. Verfahrer-Rapier. Der ist schon mal wirklich nicht schlecht. 25% Chance auf eine Wunde. Also ja, Ladies, du hast einen neuen Rapier. Für den Fall, dass du ihn mal brauchen solltest. So, der Boltan-Trick. Geißel für die Ewigkeit. Talia ist wieder frei, nachdem Mariko seinen Beuteanteil bekommen hat. Verschwand sowohl der Flur als auch das Skelett. Leider auch das Geld. Mit ein paar Kurkaten konnte ich dem Skelett seinen Abgang versüßen. Da das Geld mit ihm verschwunden ist, nehme ich an, dass in Borons Reich nicht als gänzlich armer Mann eingetreten ist. Treibe die offenen Schulden ein. Und gleich steht eine neue Schuld offen. Talia hat mir nicht nur die Specksteinbeute zu übergeben, sondern auch einen ordentlichen Haufen Dukaten, den sie mir schuldet. Ich soll sie im Gasthaus wieder treffen. Da kann man gespannt sein, ob sie ihre Schuld auch bei mir begleicht. Ja, aber erstmal machen wir den Rest. Wenn Talia weggelaufen ist, dann ist sie es gleich. Und nicht erst in einer Viertelstunde oder so. So, jetzt aber erstmal diese Gruft hier säubern. Es sind nämlich neue Skelette aufgetaucht. Vor allem etwas stärkere Skelette, so wie es aussieht.
Lass das mal vor. Ein Androschbart.